So, Sondermeldung. Heute kommt tatsächlich ein Paket, und zwar mit der Spedition. Die haben mich gerade angerufen, die haben ja schon die ganzen Tage verfolgt und ich konnte es nicht glauben, dass es am 1.7. kommt. Heute ist der 1.7. Und heute früh, als ich auf der Arbeit, auf die Arbeit gefahren bin, über die Autobahn, mitten auf dem Weg, kam dann die SMS, ihr Paket wird heute geliefert. Daraufhin war ich etwas erschrocken und habe mir gedacht, ja gut, wann denn? Und das stand auch nicht drin. Jetzt habe ich dann später erfahren, ja so gegen 12, ne, habe ich auf der Seite nachgeschaut, von DB Schenker. Das ist für alle, die es nicht wissen, die Speditionsfirma von der Deutschen Bahn, welche anscheinend dieses Paket auch transportieren. Und dieses Paket, ja, kommt heute. Jetzt ist es, Moment, jetzt haben wir 9.40 Uhr. Heute Morgen um, 7 Uhr klingelte das Telefon und ja, guten Tag, sagte der Mann am Telefon, dann sagte ich Hallo. Dann sagte er, ja, Paket. Und dann sagte ich Hallo. Und dann sagte er Hallo. Und dann sagte ich Hallo. Und er sagte Hallo. Und dann, also das ging ein paar Mal hin und her, das ewige Hallo-Hallo-Spiel. Ja, als ich dann endlich Empfang hatte und der Mann mich auch verstand, hat er dann gesagt, ja, ich würde ihr Paket bringen. Habe ich gesagt, sind Sie denn schon da? Und dann sagte er, nein. Habe ich gesagt, wann denn? Ja, halbe Stunde. Da habe ich gesagt, halbe Stunde geht nicht. Ich stand ja auf der Arbeit. Ja, wann geht's denn? Ja, habe ich gesagt, ja, so heute Nachmittag wäre toll. Und dann sagt er, nee, das ist zu spät. Und dann habe ich gesagt, ja, wann wäre es denn für Sie günstig? Ja, so 10.30 Uhr. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, das können wir lassen. Jetzt ist 9.40 Uhr. Und ja, ich muss jetzt zusehen, dass ich nach Hause komme, da ich von der Spedition das Paket annehme. Also was ich jetzt nicht sonderlich toll finde, ist halt, dass man ja das nicht sonderlich beeinflussen kann. Guten Tag. Dass man das nicht sonderlich beeinflussen kann. Da standen gerade Leute an der Straße. Man muss ja höflich sein. Ne? Dass man nicht sonderlich beeinflussen kann, wann denn das Paket kommt. Aber so eine Spedition, die hat halt natürlich auch so ein, wie nennt sich das? So Zeitfenster, ja. Die haben die da rumstehen, diese Zeitfenster, und die müssen sie auch irgendwann mal benutzen. So, die paar Minütchen, die ich jetzt habe, um heimzufahren, bis der DB Schenker kommt, kann ich ja noch erzählen, dass ich das Catwalk Z bei Kickstarter unterstützt habe. Und habe da jetzt aber auch, 6 Monate drauf gewartet. Und heute Morgen kam dann die Empfangsbestätigung, beziehungsweise die Ankunftsbestätigung von denen hier, ja, DB Schenker. Die haben mich darüber informiert, dass das Paket kommt, und 10.30 Uhr war er sehr pünktlich da. Dann haben mir noch die Kumpels geholfen, dieses 94 Kilo schwere Paket hier hochzuschaffen, denn alleine hätte ich das nicht geschafft. Ja, und wieder bringt die Spedition ein Paket. Dieses Mal ist es das Catwalk C. Das packen wir heute aus. Viel Spaß. So, Messer geschnappt. Backband weg. So, dann haben wir hier direkt mal die Packing-List. Hier nochmal abgebildet, was da alles drin sein soll. Gucken wir mal, ob alles drin ist. So, und schon kommt der Bock zum Vorschein. Sehr smooth Oberfläche. Und außerdem kam mir das hier entgegen. Sehr gefährlich. Bitte aufpassen. So, in diesen dreieckigen Dingern sind die Füße, die dafür da sind, dass man sich vor allem nicht die Zehen stößt. Acht an der Zahl. Da sind die Schuhe drin. Jetzt machen wir wieder hier ein.
Sieht man da was? Quasi Ladekabel. So, also, das Ding ist hier montiert, sehr gut, mit so Dingern hier, bewegt sich auch nichts, auf einer Holzplatte, also Transportsicherung war ganz toll. Ja, so, was haben wir denn hier noch ausgepackt? Einmal hier diese Dinger, die werden höchstwahrscheinlich hier diese Dinger nur sein. Na? Dann haben wir hier die Stangen. Dann haben wir hier diese Einheit, dann haben wir die Schuhe und ja, das Werkzeug. So, jetzt fangen wir mal an, die Geschichte hier aufzubauen. Los geht's. So, was wir zuerst machen sollen, sind diese Kabelbinder durchschneiden, die Basis quasi an der Verpackung festmachen. So, dann schauen wir mal, ob wir die hier ohne weiteres geklickt kriegen und ob das mit einer Hand überhaupt machbar ist. So, eins. Ne, vier. So, als zweites soll man schauen, dass man an der Seite ist, auf der die 1 zu sehen ist, weil die das so wollen. Und das Ding wiegt ungefähr 38 Kilogramm. Jetzt schauen wir mal, hier muss irgendwo eine 1 sein. Ah, da ist sie. Also, hier soll man anpacken. So, als nächstes sollen wir hier diese Seitenhalter montieren und zwar so, dass die Haken nach unten zeigen. Das machen wir jetzt. Als nächstes soll man diese Rückenunterstützungsfixierhilfe montieren, aber noch keine Schrauben rein, also erstmal nur reinstecken. Ja? So, jetzt soll man unten die Schrauben montieren. Item 14 und 15 und man soll sie doch einigermaßen ordentlich festziehen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. So, weil es nirgendwo beschrieben ist, also das hier sind die richtigen Schrauben. Ja. Die anderen Schrauben, die dabei wären die hier, die brauchen wir nicht. Also, dann montieren wir das mal. So, nicht verzweifeln. Wie man hier sieht, ist kein Loch.
Deswegen müssen wir hier ein bisschen anheben. Dann sieht man hier. Aha. Nicht gut. So, als nächstes wollen wir den Rucksack festmachen. Quasi, ja, die Schrauben rein. So, jetzt sollen wir den Gürtel dran machen und schauen, dass das Logo auch richtig rum ist. Und was sollen wir dann machen? Sollen wir da irgendwas festschrauben? Install. Also man soll schauen, dass die Schrauben richtig rum sind, weil alles andere die Funktion des Gerätes beeinflussen können. Dann sollen wir hier an der Seite noch diese Plastikdinger rein basteln, ja, diese Blenden. Das machen wir jetzt noch schnell. Also, Katalogo oben. Dann haben wir hier diese Dinger. Und die, sollen wir die jetzt hier lösen? Ah ja, okay. So, sieht man da überhaupt noch was? Das drückt mal ein bisschen nach oben, da ist nämlich so eine kleine Nut drin. So. Und Schriftzug ist richtig rum. Als nächstes sollen wir hier unten die, ja, die Kabelbinder durchschneiden. Die sind irgendwo hier. Ja, genau. Die. Ja. Zack. Und. Zack. Und jetzt kann man schon sehen. Dass sich das Ding dreht. Als nächstes sollen wir hier die Stützen quasi das Ding nivellieren. Und zwar so, dass das Teil nicht in irgendeine Richtung zurückdreht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eine Unebenheit haben. Sieht nicht so aus. Aber wir schrauben die trotzdem mal runter. So, und zu guter Letzt macht man noch schnell die Füße dahin. Ja. Die kommen hier so hin. Das ist lediglich dafür da, dass es hübsch aussieht. So, als Letztes soll man hier noch die Kabel rausziehen und dann ist die Installation beendet. Jetzt, wo ist da ein Kabel? Ach, guck an, hier. So, dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Wir haben hier noch einen so einen Pönöpel, wenn er verloren geht, eine solche Schraube und zwei von diesen Schrauben. Ich würde sagen, das ist sehr gut als Ersatzteil. Was wir hier als Nächstes haben, ist, wie man die Geschichte mit dem PC verbindet, aber darauf gehen wir gar nicht ein. Das Einzige, was wir jetzt mal machen,
ist, wir testen mal die Schuhe, wie schön die Traktion oder Fraktion ist, ne? Und wie hoch wir stehen und wie tief die Decke sein darf. Wir haben hier so eine Gleitfläche, hier immer so ein, ich würde fast sagen, das ist ein Bremspad. Das kann man auch abmachen. Genauso hier vorne, das kann man auch abmachen. Hier haben wir wieder glatt. Und hier oben kommt dann quasi das Sensormodul drauf. Und was haben wir hier hinten? Warum ist das hier so? Das ist wahrscheinlich auch zum. So, die Benutzeranleitung, die Bedienungsanleitung sagt, quasi, was man dran lassen soll oder was man wegmachen muss. Und wenn man Anfänger ist, soll man beide Bremspads quasi dran lassen. Und wenn man Profi ist, kann man alle abmachen. Wir probieren es erstmal komplett und dann schauen wir mal, was das bringt. Ah, und das hier soll hier drüber, dass man nicht ausrutscht. Also jetzt von nichts aus, die sind sehr bequem. Ja, die sind wirklich sehr bequem. Könnte ein bisschen lose machen, aber grundsätzlich schön. Ich komme ein bisschen vor wie so ein Stepptänzer. So, da das jetzt ein bisschen langatmig hiert, erzähle ich mal wieder ein bisschen was. Also, das stecken wir mal ein, genau. Zuerst schnallt man sich die Gurte um, erstmal diesen Breiten drunter, guckt, dass das einigermaßen passt. Nein, da, jetzt, dass das einigermaßen passt. Danach kommen die dünneren, stabilen Dinger drum. Das alles mit Klett. So, den hier rüber, den anderen da drüber und dann ist das eigentlich schon fest. Und in dem Moment habe ich leider diesen Karabiner vergessen, der da auf der rechten Seite noch ist. So, klack, da. So. Dann habe ich die Bremspads abgemacht, da ich der Meinung war, dass sich das noch etwas merkwürdig anfühlt. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, in der Natur hebt der Mensch den Fuß, schwingt ihn nach vorne und fällt mit dem Oberkörper nach. Das ist jetzt hier ein bisschen problematisch. Ja, daran muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Deswegen möge das jetzt auch noch etwas albern aussehen. Aber könnte klappen. Jetzt vielleicht noch eine Frage, die euch möglicherweise gestellt habt. Kann man das machen? Das werden wir jetzt mal testen, ob das Sinn ergibt. Macht keinen Sinn. Ja, also das ist Quatsch. Wenn du jetzt hier läufst oder irgendwas machst, oder hier, du hast auf jeden Fall die Wand zwischen dir. Man sollte schauen, dass man vielleicht, selbst wenn man sich vorbeugt, ja, also so weit sollte machbar sein. Wir schauen jetzt mal, wie weit das ist. So, ich bin jetzt festgeschnallt. Also, so weit sollte es zumindest schon mal sein, zumindest bei meiner Armlänge. Okay, das sollte gehen. Jetzt messen wir mal nach, wie viel Abstand zur Wand und wie viel Platz wir jetzt damit komplett verballern. So, wir sehen hier, die liegen hier auf einer Linie. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier von der Wand weg sein sollten. Das sind knapp 44 cm. Also 44 cm plus, schauen wir mal, wie das Ding hier insgesamt breit ist. Können wir mal davon ausgehen, hier sind wir auf 1,60 Meter. Also ihr braucht mindestens mal eine Grundfläche. Wenn ihr das Ding in die Ecke stellt, braucht ihr mindestens mal eine Grundfläche von 1,60 Meter auf 1,60 Meter. Das sind vorneweg knapp 4 Quadratmeter. Also für den Spaß 4 Quadratmeter opfern in eurem Zimmer, in eurer Wohnung, seid dahingestellt. Ich mache es auf jeden Fall. Ich meine, ich habe hier genügend Platz nach dem Renovieren.
Schauen wir mal. Ja, genau. Wie hoch steht ihr? Also wir sind hier bei 25 Zentimetern. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, es geht ja hier so in eine Kuhle, ja, dann könnt ihr von eurer Körpergröße ausgehen, dass ihr mal 20 cm höher seid. Ja, lassen wir es 20 cm sein. Ja, das war's für heute. Danke. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das war ein bisschen aufklärend, dieses Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Gerät hier, stellt sie ruhig, ich kann sie sowieso nicht beantworten. Schreibt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und abonniert mich, genau, abonniert mich, damit ihr auch in Zukunft weiter Videos bekommt. Ja, ich gehe dann mal. Tschüss.